Hallo Freunde und willkommen zurück zu Darksiders 3, wo wir in der letzten Folge nicht wussten, wie sollen wir über diesen tiefen Graben kommen. Und also bei Amras hat das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich zu doof bin, im richtigen Moment abzuspringen, aber wie auch immer. Jetzt hat es funktioniert. Sehr schön. Hätten wir das auch geklärt, können wir weitergehen. Gibt es hier in der Ecke noch irgendwie irgendwas? Nein. Warum spacken gerade die Frames rum? Moment. So, eben kurz bei der Grafik zumindest ein bisschen. Noch ein bisschen wieder runtergehen. Nicht gerade der himmlische Vorposten, den ich erwartet hatte. Wenn wir reingehen. Wir gehen rein? Halt doch zur Abwechslung mal den Mund. Ja. Ich bin mal gespannt. Bin mir noch nicht sicher, ob da hinten ein Seelenfragment rumschwebt oder irgendwelche komischen unsichtbaren Gegner. Da sind auf jeden Fall ziemlich viele Dämonen. Dafür, dass das hier ein Engelsvorposten sein soll? Naja, ich weiß ja noch nicht. Hallo? Ich würde sagen, mit einer bisschen aufgeräumt. Hallo? Ich würde sagen, als ob die hier nicht irgendwas verstecken. Du. Hey. Herren, Sie scheinen sich nicht über uns zu freuen. Sollten Sie auch nicht. Himmlische Scharen, ihr wisst, wer ich bin, was ich bin. Wenn ihr diesen Tag überleben solltet, werdet ihr... Spüre das Brennen der himmlischen Klinge. Gut, ich hasse es zu reden. So. Okay. Ich war gerade voll im sicheren Modus. Ich habe jetzt mal versucht zu blocken. Na komm her. Aha. Ich bin dein Untergang. Ja, du lebst ja noch. So einer schon wieder. Ich habe schon gedacht, dass zwei nicht leiden können. Jetzt sind wir mal ehrlich, dieses Spiel hier ist wesentlich schlimmer als, beziehungsweise wesentlich schwerer als das 2. Können wir nicht deinen Ruf bewahren, Fury? Ja, bla bla. Ich hatte ja auch nicht alles, nicht die ganze Heilung. Das Problem ist, jetzt muss ich da wieder den ganzen Weg hin. Ich will mich gerade verarschen. Ich würde sagen, ich lasse die erstmal sich prügeln und snack mir dann die Reste an, oder? Und das ist voll der Plan. Scheint ja kein ausgeglichener Kampf zu sein, jeweils. Hätten wir das schon mal geklärt. Problem ist, jetzt muss ich den Greifen da oben schon wieder klatschen, ne? Der war doch ätzend. Okay. Okay, aus dem Wasser heraus können sie also dann nicht drauf. Hallo. Hey, du da oben. Das hatten wir schon.
Eben. Das lief ziemlich gut. Du willst auch noch was mal. Na mehr. Ja. Ich würde den eigentlich zu mir ziehen, aber irgendwie hatte Fury da keine Lust drauf. Das war gerade knapp, aber es hat funktioniert. Na gut, dann besuchen wir die Engel mal wieder. Hallo. Ja, wie wär's, wenn die nicht alle auf einmal ankommt? Fury, ja. Verdiene dir mit Blut. Ja. Oh. Okay. Das nicht mehr. So. Hüpp. Du lehnst dich gegen die Besten des Himmels auf, Mädchen. Und du wirst scheitern. Ja, okay. Das ist der Schildschlag. Oh. Okay. Die Sprösslinge des Himmels sind 100-mal stark. Okay, Mister, du lehnst dich gegen die Besten der Besten auf. Oder die Besten des Himmels zumindest. Ich will wohl mal die wahre Macht einer Reiterin kennenlernen. Das dauert auch mal zu lang. Sonst noch jemand? Nein, schade. Jemand Schwarzsplitter. Okay. Und ein Achievement. Ich habe übrigens, ich beim letzten Mal getäuscht, wir hatten ja das Achievement irgendwie maximale Lebenskraft bekommen. Und das bezog sich nicht darauf, dass wir jetzt die maximale Anzahl an Heilungen haben, sondern dass unsere Heilung, die Erholung der Engel maximal effizient ist. Da kommt wieder dieser dämliche Laser von dem. Hey. Hey. Wow. So. Ich snack mir mal ein Heilungsfragment. Ich habe zwar gerade auch eine Erholung bekommen, aber. Hallo. Kuss und Blitz. Hallo. Das ist ausnahmsweise mein sinnvoller Spruch. Block nicht nur ab, sondern wehr dich. Scheint fast so, als hätten die Fury ein paar situationsbedingte Sprüche gegeben. Das macht mich froh. Finde ich sinnvoll. Ich kann ja auch nicht nur zu einem Typen sagen, der die ganze Zeit da steht und meine Angriffe abblockt. Hör auf wegzurennen, sondern kämpfe oder sowas. Manno. Fluchte Hacke. Ja. Dankeschön. Aber irgendwie scheint hier generell das Spiel ein bisschen rumzuhakeln.
cool. Den nächsten bitte. Cool. So, Mister. Was hältst du noch? Du bist kein Gegner für mich. Unter dir. Ich bin dein Untergang. Denk bei deinem letzten Atemzug daran, dass es ein Engel war, der dich in die Hölle geschickt hat. Noch hast du mich nicht in die Hölle geschickt. Denk bei deinem letzten Atemzug daran, dass es ein Engel war, der dich in die Hölle geschickt hat. Na mal gucken. Was willen, bette dich zur letzten Ruhe. Ach, willst dir deinen Ruf bewahren, Yui? Hat du wärst besser im Nirgendwo geblieben, Reiter. Hier wirst du nur Leid finden. Habe ich ihn gerade aus der Arena geglitscht? Ich habe ihn gerade effektiv aus der Arena geglitscht, glaube ich. Nice. Hi. Ich bin dein Untergang. Dann kann ich hier auch einfach jetzt hier so verprügeln, ne? Interessant. Hier teilweise Sachen drin verstecken. Ich will übrigens nichts sagen, aber ich glaube wirklich, dass ich den Typen gerade aus der Wand geglitscht habe. Das sollte nicht passieren. Interessant. Kannst du also durchschießen. Mit dem da oben lege ich mich jetzt übrigens nicht an. Um mal ein paar Bärle oder Engel hier zu legen. Ja. Gut. Okay. Wird das Ganze jetzt nochmal wiederholt oder wie sieht das aus? Runter. Hallo. Gut, dass man das zumindest kann hier. Ja. Au. Ich glaube, das Spiel ist geglitscht. Leute. Danke. Ah, das Spiel ist einfach geglitscht. Schauen wir nicht weiter. Dann laden wir doch einfach mal neu. Ich hätte nicht zurückgehen sollen, aber es war wahrscheinlich sinnvoller. Also vom Prinzip her sind wir jetzt, glaube ich, hier, ja, sind wieder am Anfang dieser Folge gestartet. Danke, Mr. Glitch. Ich muss mal kurz einen Cut machen. So, können wir weitermachen. Nicht gerade der himmlische Vorposten, den ich erwartet hatte. Wenn wir reingehen. Wir gehen rein. Halt doch zur Abwechslung mal den Mund. Hey, gut. Heilung.
Ding hier kaputt machen kann. Das funktioniert. Geglitscht haben. Hallo. Herren, Sie scheinen sich nicht über uns zu freuen. Sollten Sie auch nicht. Himmlische Scharen, ihr wisst, wer ich bin, was ich bin. Wenn ihr diesen Tag überleben solltet, werdet ihr... Spüre das Brennen der himmlischen Klinge. Gut, ich hasse Überbringen. Hallo. Stellt sich euer berühmter Anführer vor mir? Ich soll erst alle vernichten, bevor er sich zeigt? Nein. Der Vorteil ist, dass sie so langsam angreifen. Da kann man sich immer schön, die immer schön unterbrechen. Muss man sagen, das ist der Nachteil von den Tornados. Ich sehe seine Angriffe. Freut mich, dass du eine davon bist. Bla bla. Durch die Tornados sieht man seine Angriffe halt echt nicht so geil. Denk bei deinem letzten Atemzug daran, dass es ein Engel war, der dich in die Hölle geschickt hat. Ich darf doch mal. Was will ich sehen? Immer nicht. Um des Schöpfers Willen, bette dich zur letzten Ruhe. So, immer mal ein bisschen vorsichtiger spielen. Der hat auch die ganze Zeit sein Schild draußen. Aha. Oh, das geht. Willst dir deinen Ruf? Du lehnst dich gegen Denk bei deinem letzten Atemzug daran, dass es halt ein Engel war, der dich in die Hölle geschickt hat. Keine. Oh. Nein, nein. Er hat mich echt noch erwischt mit der Kombo. Verdammte Axt. Fast hätten wir ihn gehabt. Na gut, dann prügeln wir uns da jetzt nochmal schnell durch. Ging ja relativ flott immer bis dahin. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mit dem Typen prügeln. So, doch auch zu mir kommen. Okay. Wir sind definitiv mindestens einer zu viel. Bestia. Hallo, du da oben. Kommst du runter? Keine. Generell mag das Vieh scheinbar kein Feuer. Das Vieh mag uns aber übrigens auch nicht. Keine.
Aber ich finde es ja schön, dass es scheinbar wirklich eine Elementschwäche bei den einzelnen Gegnern gibt. Weil der kriegt zum Beispiel wesentlich mehr Schaden durch die durch den Flammendash, durch unsere die Flammenwaffe hier, als zum Beispiel der Engel. Sollte ich mal versuchen, ob ich dem Engel hiermit mehr Schaden mache. Ach, schön. Ja, knapp, aber hat funktioniert. Ich frage mich aber auch, da unten sterben wir wieder am Gift. Wir müssen da ja auf jeden Fall auch irgendwie hinkommen. Ich vermute aber, man muss sozusagen erst da drüben hin, kann das dann mit Feuer lösen, dann schwenkt der Arm ein bisschen aus und man kann dann jederzeit wieder rüber schwingen. Aber gut, diese Theorie werden wir erst in der nächsten Folge überprüfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen hier im Außenposten der Engel wieder. Ich prügel hier noch ein paar einfache Gegenstände kaputt. Und dann sehen wir uns bis dahin. Bis dann. Bis morgen.